Hallo und herzlich willkommen zurück beim HWSQ mit einer Folge Ausfall. Leider hat es nicht so hingehauen, aber heute spielen wir Scum. Ich habe keine Ahnung, Curry ist der Einzige, der es geübt hat und hier auf dem Scum Damm ist ja, klar. So, was? Ach komm, Tobi, was? Ernsthaft? Tobi, ernsthaft, bitte, Tobi. Das bin ich. Ernsthaft, warum machst du das denn jetzt? Wer alle schon voll die Profis sind, fangen wir jetzt gerade erst an. Wir sind alle Profis. Tobi, was ist mit deinen Füßen los, Alter? Ohne Witz. Ich würde das auch gerne sehen. Was ist denn mit Alter, die Füße, ey? Hör mal, mit alt vielleicht. Warum, Tobi, warum? Wie geil ist das denn? Also ich will das auch machen, geht das? Warte mal. Die zwei Zuschauer, also die zwei Leute, die wir gerade sehen, jetzt gerade hat uns schon angedroht, dass wir nicht lange leben werden. Und dann wollen wir 40 Waffen geben. Curry, wie aber warum spielen wir nicht? Wir wollen es natürlich Curry, selber geben. Also ich habe V gedrückt, Curry, und dann halt auf E. V? Ja. Und dann auf E. Nee, du bist nicht so behindert. Wieso bin ich so. Tobi, was machst du da? Du bist Michael Jackson, Alter. Okay. Alter. Hey, aber fahren sie doch gut aus. Schon, ja. Gibt's hier Emotes oder so? Ah ja, mach mal hier. Das ist ja schön. Danke. Okay. Sollen wir mal einmal Ruhekacken machen für den Anfang? Was soll man machen? Ja, finde ich gut. Wie kann ich kacken? Wir halten Tab gedrückt. Ja. Dann geht's auf die Toilette und dann machen wir einen Scheißhaufen. Auf drei, okay? Wie soll man das denn machen? So einfach? Ja, einfach so im Kreis. Okay. Oder an den Rücken so. Okay. Ja, aber dann sieht man das, glaube ich, ja, nicht stimmt. So richtig. Ja, stimmt. Ja. Achso, okay. Ja, okay, das ist blöd. Okay. Okay, auf drei, ja? Ja. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Achso. Der macht's nicht. Hey, Mann. Warte mal eben. Mit angezogener Hose. Was? Oder mit der flachen Hand abgewischt. Und einfach weggeschnipst. Boah, ich bin voll traurig. Wieso konnte ich jetzt nicht kacken? Hey, du kannst doch kacken, Pan. Warte Nein, mal. Nein, ich kann nicht kacken. Ja, vielleicht ich gehe auf das Klo und dann... Vielleicht bist du zu kurz am Leben, Pan. Vielleicht dauert das noch ein bisschen. Scheiße, ey. Warte mal, du gehst auf das Klo und dann... Ich gehe auf das Klo, dann kommt so ein Kackding, aber ich kann's nicht, ich drück drauf, aber nichts passiert. Piss, aber ich kann pinkeln. Ja, pinkeln kann ich auch. Erik, komm mal her. Kann ich euch anpinkeln? Ja, geil. Was? Wir ja auch noch direkt angekrochen kommen, weil es ja richtig Bock einfach, Alter. Das geht nicht. Ist das ein Spiel? Warte, ich probiere das mal. Vielleicht geht das ja jetzt. Kotzen geht nicht. Meine Füße. Ja, ach, deine Füße machen jetzt auch. Ich kann nicht gehen beim Pissen, ne? Ich wollte es gerade mal ausprobieren. Ich kann nur stänkern. Oder? Tobi, ich pisse dir mal kurz in den Arsch. Wie das auch noch so richtig schön raschelt, weißt du? Die wollen wissen, wo wir sind, aber wir sagen. Natürlich. Oh, warte mal. Erik, du hast übrigens deine Pistole gedroppt. Ja, ich weiß. Ich habe ja was aufgenommen gerade. Ich habe geschissen und dann lag da eine Schokoladentafel. Warte, Tobi, komm mal her. Ey, Tobi! Was ist denn los mit euch? Geht nicht! Oh, Tobi, geil, Mann, ich hab Durst. Ist deine Hydration jetzt wieder auf 100? Warte, ich trinke mal kurz. Ich mach mal kurz den ganzen Wodka. Wir werden sehr erfolgreich sein in diesem Spiel. Warte, bin ich jetzt aber auch mal hier. Ich hab mal eine Frage, wenn man scheißt, was kommt denn da immer raus? Oh, ich hab eine Knarre. Also das Geile ist... Geil, Tobi. Das Geile ist, wenn du irgendwie krank bist oder so, dann kann es auch sein, dass du halt Durchfall hast, so. Also bei mir lag gerade ein Schokoriegel, als ich geschissen habe. Ich schwör's, den hab ich gerade eben gegessen. Ich schwör's. Was? Da kam ein Schokoriegel raus, den hab ich aufgehoben und dann hab ich den gerade gegessen. Also... Ich weiß es halt nicht. Als ob. Ich schwör's, Alter, ich schwöre. Okay, hier liegt immer mein Schokoriegel, liegt ja auch noch, ne? Ja, siehst du? Oh, Curry. Oh, das ist aber gar nicht gut, ey. Alter. Da ist noch Mais drin, ist gut. Warte. Hey, wo ist Pan jetzt? Den Pan? Warte kurz. Ich loot hier die Autos, weil ich das selber, weil ich da noch gar nichts hab. Scheiße. Oh ja, geil, alles mir. Die Klamotten. Alter, ist so ein widerliches Game, ey. Das gibt's doch nicht. Wenn ihr euch fragt, was Scum ist, genau das. So, ich mach mal die Kotze im Close-Up gerade. Und Tobis Innenkopf. Wunderbar, perfekt. Hier ist mal Tobis Schädel von innen.
Ja, nice. Ja, geil. Nice. Geil. Kurz, bleib mal kurz so. Das bleibt ja. Perfekt. Bleib ja. Mal kurz so. Ja. Ja. Ich habe Angst. Alter, wart ihr wahrscheinlich schon drin? Boah, Alter! Oh, Alter, ich will die drücken. Ich sehe die Abnabelung hier direkt. Oh, Curry, bei dir war es aber ein bisschen feuchter diesmal, Curry. Ja, ja, ist ein bisschen durchgeflutscht diesmal. Ne? Ich habe Alkohol wahrscheinlich. Das reicht einfach schon, wenn man es hört. Heidi-ho! So. Ja, dann haben wir das Scam durchgespielt. Das war's für diese Folge. Three Boys, One Kack, Alter. Wo ist denn die Pan schon wieder? Was? Ist die schon wieder... Ja, ich bin hier am Boden. Ach so. Ich hab noch gar nichts. Ich bin nicht unterwegs gestorben. Ich hab auch noch nichts. Nein. So. Ich hab eine Hose und eine Waffe gefunden auf dem Weg, als wir uns getroffen haben erstmal. Alter, sollen wir mal den Damm runterscheißen? Aber ist das nicht zu riskant? Okay. Ja. Wäre aber lustig, oder? Warte mal. Also, das Problem ist, wenn einer stirbt, nämlich, dann spawnt ihr halt irgendwo, wenn man nicht gerade die Ruhmpunkte hat. Es wird langsam hell. Ich entschuldige mich für die dunkle Aufnahme. Es ist 2 Stunden lang dunkel. Lass es, Tobi. Was denn? Tobi! Was denn? Nee! Tobi ist tot. Nee! Weißt du, da habe ich kein Mitleid. Ich habe einfach kein Mitleid mit dem. Du bist ein Vollidiot, Mann. Tobi, Mann! Das kann man in der Aufnahme sehen, ich Vollidiot! Hey, heb das mal auf da. Tobi, warte, ich hinterlasse dir kurz ein Geschenk, Alter. Warte. Ja? Heb das mal hier auf, ich habe da was hingeworfen. Kannst du das nehmen? Was ist denn das? Hast du noch Pflanzenöl? Ich habe eine Waffe leider. Ich hab keinen Platz mehr. Als ob ich jetzt da runter scheißen kann. Oder? Ich müsste das doch eigentlich in die Tasche nehmen können. Ah doch, habe ich eine Tasche. Alles gut. Ah, okay, super. Aber dann kann ich nichts mehr essen, glaube ich. Sag mal, Curry, ist das dein Ernst? Ich wollte Tobi eben Tschüss sagen. Beherrsch dich doch mal. Hast du ihm letztes Tribut gezollt gerade? Ja. So, tut mir leid. Okay, Tobi, wo bist du? Tobi, wo bist du? Geht noch, ist nur C1. Alles gut. Ah, okay. Was? C1? Ja, das ist ja easy, Alter. Ja, gut. Ja. Ganz rechts. Dann kommen wir einfach in deine Richtung, oder? Dann laufen wir einfach jetzt die orange Straße rechts runter. Oh, hier, und dann hier ist eine fette Stadt, Alter. Voll geil. Ja, lauf mal rein. Ist bestimmt gut für dich. Okay, mach ich. So, dann Abmarsch, oder was? Ja. Kann man Auto reparieren hier? Geht das? Leider nicht. Autos kann man noch nicht reparieren, soweit ich weiß. Also man kann schon Batterien finden und so ein Zeugs, aber es kommt auf jeden Fall, ja. Okay, cool. Ja gut, dann holen wir Tobi. Oh, schön, ey. Das war echt ein Highlight jetzt. Das war toll. Toll! Ja, einfach weggeflutscht. Das fängt gut an. Also toll. Ich liebe das, ey. Ist hier noch mein Cosflake? Ja, guck mal, hier ist noch mein Cosflake-Pan. Guck mal. Oh, ausgerutscht! Oh, ich sehe den leider nicht. Warte mal ganz kurz. Ich bin sofort da. Ja. Halfter? Ist das ein zusätzlicher Space für Items? Oder? Was denn? Wo siehst du das? Wenn ich jetzt auf Tab gehe und auf Inventar und rechts steht der Halfter 1 und 2. Das sind einfach nur die Schnellzüge da. Ja, ne? ja, genau. Okay, warte, ich bin sofort da. Ich hab 32 Zähne und ihr? Der reicht auch. Soll ich dir mal einen ausschlagen, Erik? Ja, wäre geil. Ey, mich würde mal interessieren, ob man auch irgendwie Karies kriegen kann oder so. Da muss man sich aber die Zähne putzen, oder? Ja, das ist ja speziell. Ist das so detailliert, das Spiel? Das stimmt. Das kann wahrscheinlich muss man kann sich auf jeden Fall die Zähne ausschlagen, das geht. Sonst wird ja die Anzahl da keinen Sinn machen. Und dann muss ich entscheiden, wenn Zähne putzen, nämlich Colgate, nämlich Aronal. Lass mal Tobi ausreden! Ja, entschuldige, Tobi. Weil du gerade sagtest, ist nicht so, also wegen Spiel, ob das so detailliert ist, ne? Weiß ich, wir hatten in der Aufnahme, glaube ich, noch nicht Tab und 3 gezeigt, ne? Ja, deswegen war ich da gerade in den Zähnen. Tab und 3. Also, ich glaube, da wäre Karies wirklich das kleinere Ding. Ja. Ist auf jeden Fall hier Low Carb und sowas, alles können wir alles machen. G-Tempo 6,6, Lauftempo. Oh mein Gott, Starvation Phase 1 und Physical Injury Phase 1. Oh, ich muss was Wo siehst du das? Wo siehst du das? Ich muss unbedingt was trinken. Bei links, null. BCU Körpermonitor 0. Oh Gott, Pan, warte mal, dann müssen wir hier zum See eben kurz links. Komm. Okay, gut, gehen wir was trinken. Okay, danke. Ich entschuldige mich jetzt schon für die dunkle Aufnahme hier. Man sieht irgendwie kaum was. Es geht leider nicht anders, wir können es nicht heller stellen, es geht nicht. Also der Tag-Zyklus ist, glaube ich, immer so ungefähr 2 Stunden. Ja, also es wird nicht lange... Mit dem eigenen Server, kann man da vielleicht selber bestimmen, wie lange die Nacht ist? Du kannst auf jeden Fall ganz viele Sachen machen, du kannst auch teleportieren und sowas. Also da wäre so, also da wären zukünftige Sessions auf jeden Fall viel einfacher. Ich meine ja nur so. Ja, dann würde ich sagen, mietest du noch einen Server dann, ne? Du wirst das bestimmt auch mit Stream spielen hast, oder? Ja, mit Sicherheit. Das Gute ist, man kann, also wenn man mal irgendwie Action machen möchte, dann kannst du dir auch quasi Sachen droppen, was natürlich jetzt nicht zum Spiel gehört, aber ich meine so, nur so, weißt du? Apropos Sachen droppen, wo ist denn die Knarre? Ja. Wo ist die Knarre hingefallen gerade? Oh nein. Oha. Einfach, ich hab sie, hier, cool. Da wo ich stehe und dann... Die wollte dir nur klauen. Geh hier rein und die Drohne ist da, hallo! Nimm du die mal ruhig, wenn du willst.
Nee, ich will die nicht. Oh, cool, danke, Drohne. Wenn ihr fragt, was das für eine Drohne ist, wir sind eigentlich alles Insassen, also Gefängnisinsassen, die gerade auf eine Insel geworfen wurden, um sich gegenseitig zu töten, weil das eine riesengeile, große Live-Show sein soll. Und oben rechts seht ihr ja Ruhmpunkte und die kann man sich halt auch verdienen. Unter anderem durch das Töten so einer Drohne. Aber das können wir leider nicht. Hast du die Knarre genommen, Harve? Nee, ich hab sie nicht genommen. Achso, warum denn nicht? Ich weiß nämlich nicht, wo die ist. Ich sehe die nicht. Ja, drück doch Tab einfach und lauf da rum an der Stelle. Achso, okay. Drück einfach Tab. Ja, und dann siehst du die an der Seite. Ach hier, Umgebung. Ich würde übrigens gleich gerne noch Popcorn machen in dieser Session. Das würde ich echt gerne machen. Das wäre voll gut. Aber also das Spielprinzip ist aber eigentlich schon die beste Erfindung eigentlich auch für den Chemnitz-Club, oder? Keine sagt was. Ah, take in hand. Ja, Tobi, ist unangenehm. Du hast es halt erfasst, ne? Unangenehm. So. Unangenehm. Wenn jetzt eine 3 kommt, dann bin ich raus. 6-6-3. Bam! Ja. Der sagt die ganze Zeit, I am hungry. Ja. Oh, ist aber nicht schlimm. Alter, ja, wir holen jetzt erst den Tobi und dann gibt's einen Popcorn-Pan. Wir finden gleich einen Fellpan, das ist kein Problem. Erwähnt ich, dass das Spiel sehr dunkel ist? Ist der Erik da? Okay. Ja, ich finde, es geht eigentlich gerade, aber ja. Also hier ist gerade auch. Also wir können zum Glück ein bisschen in der Nachbereitung ein bisschen heller machen, aber... Ich habe meine Kamera immer fest drin, scheiße. Was? Ich habe eine Birne gefunden. Eine Birne? Spende die in der Kirche. Warte mal kurz, ich muss mal eben was ausprobieren. Und ich habe Kippen gefunden. Ja, Tobi! Geil, Tobi, Alter, let's go. Jetzt geht's los. Oh nein. Nein, Julian, ganz schlechte Idee. Also, ganz schlechte Idee. Was auch vielleicht ganz interessant ist zu sagen, man kann in dem Spiel auch abnehmen, man kann in dem Spiel zunehmen, man kann wirklich dick werden, wenn man irgendwie nur Sachen isst und nichts tut, so, das ist halt... Ich kann nicht mehr zunehmen. Wir haben gerade erst angefangen zu spielen. Hä? Dann bietet mir das Spiel ja viel mehr als das richtige Leben. Ich bleib einfach für immer hier. Viel Spaß. So. So, Tobi, wir laufen gleich die weiße Straße entlang. Ja. Ich weiß nicht, wo du dich gerade aufhältst, aber vielleicht möchtest du uns ja sagen. Ich bin ungefähr in der Mitte von C1, Dingens. Oh, Ausdauer ist bei mir auf 30. Oh, okay. Ja, man leih mal ein Päuschen. Aber Mitte. Ansonsten... Ja. Also, was wir vielleicht auch probieren könnten, vielleicht zum Schluss halt mal in so einen Bunker zu gehen, weil Bunker sind hier sehr oft verteilt und bieten natürlich halt mega guten Loot, ne? Aber das sind halt diese komischen Roboter, die Dinger bewachen. Genau, erzähl mal, sind Roboter und Zombies, ne? Also es gibt Zombies, ich muss ausruhen, Roboter, ich muss ausruhen. Die Gefahr... Ah, er muss ausruhen. Lass mich ruhig zurück, lass mich zurück! Ja. Curry. Was denn? Du hast Mutko. Was? Hä? Das sind deine komischen Tattoos. Was? Ich komm mal zu euch. Du hast Tattoos am Auge. Ja. Finde ich nicht schön. Ey, geh weg! Hey, Hase! Dach! Oh, Löwenzahn, kann man doch essen! Mann! Noch einmal müsst ihr euch versteine, ey. Das sieht aus wie so ein Ausbruchspiegel, wäre eigentlich auch eine geile Idee, oder? Ja. Weißt du sowas wie A Way Out? Stimmt. Ne? Aber so als Multiplayer auf dem Server, die einen sind die einen sind Polizisten, die anderen sind die Ausbrecher. Ja, das wäre echt geil. Das wäre auch cool. Kann man viel draus machen. Ne? So, jetzt warte. Und dann aber nicht so viel mit Geballer, sondern die Ausbrechenden müssen echt so ein bisschen stealthen. Ja, Erik macht das gerade auch bei mir. Was machst du da? Die Arschkriecherin, ey. Wir sind Human Centipede. Ja, Human Centipede. ich guck da Panik voll auf den Arsch. Ich hab Hunger. Lecker. So, alle bereit jetzt hier? Ne, warte, noch nicht. Ich bin mal 70. Ja, was machst du jetzt da? Klopfst dich ab. So, bin mal 96. Bin mal 84 gerade. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Ich laufe, ich bin bei 78. Okay. Bam. 90. Bam. Hä? Was ist mit dir los? Ich wollte eigentlich kacken, aber es ging schon wieder. Wie das auf einmal anfängt zu plätschern. So. Die Hose ist nass geworden bei ihr. Du hast hier voll auf die Hose gepisst. Scheiße. Das hat ihn voll extra gemacht. Okay, wollen wir? Ja, okay. Let's go. Juhu! Bam. So, mal kurz gucken. Wir laufen. Laufen wir gerade richtig? Ich laufe den Kurier hinterher. Ja, wir laufen gerade richtig. Ihr kennt das Spiel. Die weiße Straße entlang einfach. Okay, ja, gut, dann ist okay. Geht ihr dann an der weißen Straße, wenn die Gabelung kommt? Links oder rechts? Ich glaube, welche Gabelung? Ich glaube, wir sollten da geradeaus kommen, geradeaus laufen, oder? Bei der Gabelung. Also, wir sind jetzt an der weißen Straße direkt bei diesem See, Tobi, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Genau, wir sind noch nicht an der Gabelung. Und ihr lauft dann einfach der Straße quasi, als würde die weiter geradeaus gehen. Ja, genau. Genau. Okay.
Also dann macht die ja so einen Hubel nach oben zum See, ne? Also wir laufen, ja, ich bin schneller als Curry. Wir laufen aber ungefähr auf der Hubel. Höhe der Gabelung quasi. Oh, ich hab's ja, Lust genau. auf Tzatziki jetzt. Wuhu! Was? Wapchichi. Boah, jetzt ein was? Richtig geilen Wopper. Schwapchichi. Boah, ja. Erik, Alter. Ah. Wopper mit Tzatziki. Alter, Erik. Hä? Was? Mit Tzatziki geht immer alles. Hä? Gab es? Warte, hier sind Pilzepan. Hier, ess den Pilz. Pilzepan, Pilzepan, geil, Pilz. Ess den Pilz. Pilzpan. Cool. Ess den Pilz. Oder ist den Pilz. Pilz. Alter, ich brauch einen riesen Rucksack, der lässt ja dauernd alles droppen hier. Ja, eben. Oh, warte, das wollte ich nicht. Riesenchampion. So schön, da ist da noch einer. Nice. Ah. So. Na, könntest du bitte... Hier ist noch einer, glaube ich, oder? Ja. Okay, zack. Das finde ich sehr gut. Mmh, okay. Lecker. Mmh. Das reicht aber auch. Meine Diät für die schlanke Linie. So. So, du Fetti, weiter geht's. Mmh, boah, schönes Häppchen. Fetti, du Bidi, du. Fetti McNuggets. Boah, die Pan ist schneller als ich. Ja, ich bin sehr, sehr windig. Ich bin bei 50% übrigens gerade. Ja, ich auch. Ich war 61. Wuhu! Boah, die Pan ist voll der Wirbelwind. Ja, lauft ihr mal. Ich kann euch gleich überholen. Ist das hier? Eat. Ich muss da kurz. Eat it! Tschüss! Die verlinkt, ich weiß nicht. Komm hinterher. Ich hoffe, ich habe nichts Schlimmes gegessen gerade. Oh, stimmt das auch. Sollte man bestimmt auch. Kannst du nur kurz kotzen? Ja, man sollte natürlich nicht jeden Pilz essen, ne? Also das kommt nicht, glaube ich, nicht so gut. Okay, ich warte auf euch beim Weg und leg mich in den Dreck. Du Arschloch. Das ist genau da, wo ich hingehöre. Warum? Ah. Warum? Wo ist der Curry? Ich weiß komme, nicht. Warte. Doch. Hallo. Hallo. Ist in mir. Was? Könnt ihr damit nicht warten, bis wir eine Hütte gefunden haben oder so? Wir sind geflohen aus dem Knast. Oh, guck mal, wir halten sogar Händchen. Wir halten sogar Händchen. Ja, okay, ich bin mal weiter. Ciao. Curry, nein, warte. Es It doesn't so, matter if you're black or white. So, weit. Ich komm hinterher. Baby in the sun. So, jetzt sind wir an der Gabelung. Oh, geil. Tobi, wir sind an der Gabelung. Okay. Wer hat eigentlich das Gerücht verbreitet, dass es heller wird? Ja. Niemand. Hä, hey, was habe ich hier gefunden? Oh, Bärlauch! Hey, was cool. Curry, was für... Hier ist ein Morcheln. Das eat ich aber auch. Kann man hier, also man kann hier richtig kochen, Curry, meinst du? Also man kann hier richtig kochen. Also wenn man Mais findet, ich habe eine Pfanne, wir könnten Popcorn machen. Pflanzenöl habe ich auch. Oh, da geben wir noch einen schönen das Schuss Maisöl hinzu. Mh, das mundet aber. Oh, Horst. Oh, ja. Lecker. Da bekommst du die Händlerkarte, Mensch. Da leck ich mir schon mal die Lippen. Ich glaube, im Stream würde ich auch noch und privat würde ich auch noch reingucken. Ich habe Oh, da vorne. Was denn? Curry, falls du was zum... Für den Stream ist das echt gut, das Game. Das kannst du echt gut spielen. Ah, Onkel Tom. Was sind wir denn hier? Ein Brecheisen, Wahnsinn. Ja, geil. Ich habe eh kein... Nein. Ich hab eh kein... Da gebe ich mal 80 Euro. Oh, eine Orange. Was? Cool. Ich habe eine Orange gefunden. Oh. Tötet ihn. Soll ich ernährt er sich gesund, das ist ja unfassbar. Wir sind bei dieser Gabelung. Ah, warte, ich muss kurz eine Orange essen. Oh, meine Vitamine. Oh, Gott, meine Vitamine. Es ist 1971 laut Kalender hier. Vitamin Overload. Da oben ist irgendwas eingezäunt. Das ist voll interessant. Lass uns da hingehen. Es ist 1971. Meine Freundin ist weg und schiebt sich. Was? Warte mal, lass mal auf Tobi warten. Lass erstmal auf Tobi warten hier. Lass mal auf Tobi warten. Das ist mein Vorschlag. Lass mal uns hinlegen. Okay. Du Arschloch. Hey, cool. Hier ist Löwenzahn. Kann man hier tanzen oder so? Weiß ich gar nicht. Löwenzahn von Sido. Actions. Was? Hä? Hey, was? Von Sido? Hä? Ne, komm mal, Alexa. Löwenzahn von Sido? Was ist denn mit der? Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt mal wieder auf der 3. Oh mein Gott, sag mal ruhig. Was denn? Ich glaube, ich habe was trampeln hören gerade bei diesem Zaun. Da oben, hinter dem Zaun, da oben ist ein Licht. Es sieht aus wie eine Laterne. Ist kein Roboter, was? Ne? Ist kein Mac. Was? Wo ist dein Licht? Hier so geradeaus, okay. Da wo ich gucke. Da hinten leuchtet ein Licht. Ich geh jetzt dahin, tschüss. Nein, keine Sorge, Mann. Mann, Pan, ey, was soll das denn immer? Ohne Tobi willst du loslaufen. Wir hier nur looten, Mann. Werf dich gleich mal ab jetzt. Du hast ja selbst dran schuld, ne? Wenn der Damm runterscheißt und runterfällt. Ja, aber ich bin scheiße gestorben, ey.
Nee, können wir die erste Folge. Das nennt sich Gravitation, weil deine Arschbacken dich runtergezogen haben, Tobi. Wieso habe ich 27 Leben? Hä? Bei mir, mein Bildschirm ist schwach. Ich habe auf einmal 27 Leben, warum? Hast du vielleicht einen vergifteten Pilz gegessen? Ach nee, Pan, bitte. Oh, bin ich fertig. Versuch mal zu kotzen. Warte mal, blutest du? Verlierst du Leben? Also, gerade ist immer noch. Wie sehe ich denn aus? Verliere ich irgendwie Blut? Nee, du guck auf deine Lebensanzeige, ob du da irgendwie was verlierst. Nee, da ist immer noch 27, warte mal. Hä? Also, da passiert gerade nichts. Vielleicht wurdest du von der Wespe gestochen. Was ist das? Bandagen. Ich habe Bandagen gemacht, die Lumpen. Soll ich die benutzen? Lumpen. Also. Nee, wenn du kein Leben verlierst, dann brauchst du die nicht benutzen. Jetzt habe ich sie trotzdem genommen. Ja, du kannst die ja halt aufheben für später. Tobi, wie sieht das aus eigentlich bei dir? Ja, ich muss mich natürlich immer aufladen zwischendrin, ja, Curry? Sicher. Ja, wo bist du denn gerade? Sag doch mal jetzt mal was hier. Ich bin gerade bei C1 fast an der Grenze. Alles klar, Supi, wir sind genau an der Weggabelung quasi. Du solltest die Lumpen nehmen, weißt du warum? Nein. Ich kann die nur in den Händen halten. Ich habe doch nichts. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Ich habe eine Pfanne. Ich habe Wodka in meinem. Ich werde meinen Wodka nicht wegwerfen, Pan, das kannst du vergessen. Dann nehme ich die jetzt. Benutze die jetzt einfach und guck mal, was passiert. Der Mond geht bald unter, glaube ich. Deathmatch. Was? Nee, was? Deathmatch? Willst du mich verarschen? Verpisst euch. Was? Ich will kein Deathmatch starten. Keine Idee. C1. Ja, geil. Okay, wir sollten nicht zu C1 gehen. Tobi, kannst du bitte schnell herkommen? Ich laufe gerade einen Hügel hoch, das dauert Stunden. Warte mal. Komm mal mit. Komm mal kurz mit. Mal. Ja, Moment. Sofort, Moment. Ja. Wie kann ich mich denn heilen? Hört mal. Hört da ist irgendwie Trampeln, so krumm, da ist ein Mac. Ne? Da ist ein Mac, Alter. Da oben, da leuchtet auch ein Licht da oben. Ja, das ist der Mac, das muss der sein. Wir werden gleich da mal hier hinten ist ein Haus, kann man da bitte hin? Ja, ja. Chicken oder was? Da bewegt sich auch was. Da. Ja, das Haus, ist der da. Mac, der ist gefährlich. Naja. Ja. Das sieht aus wie ein Gefängnis mit den Sicherheitstürmen und so. Ja, nee, das ist ein Bunker wahrscheinlich. Oh, jetzt höre ich. Ja, was ist das denn da hinten? Was? Brennt da hinten irgendwas? Wo? Komm, guck mal her. Tobi. Komm mal her. Da siehst Tobi du das in den Wäldern da hinten? Da leuchtet irgendwas blau. Warte. Ist das vielleicht diese Deathmatch-Zone? Das sehe ich nicht. Ganz leicht sehe ich das. Ist so ein bisschen wie PUBG, wenn die Zone. Ja, genau. Kann ich eigentlich schneller rennen, wenn ich vorher kacke? Ach, da hinten. Da. Würde eigentlich Sinn machen, ne? Ja. Jetzt leuchtet es rot. Hä? Das könnte. Wir sollten ganz schnell ins Haus. Wir sollten ganz schnell ins Haus und die Tür einfach zumachen. Okay, wir warten hier auf Tobi. Ich komme mal gerade. Schnell, rein. Mein Bildschirm schwarz-weiß ist, das kenne ich schon von DayZ die ganze Zeit. Ich höre Stimmen von rechts. Ja, Zombies. Das ist gar nicht gut. Ich habe einen Rucksack gefunden. Oh Mann! Boah, du Arsch. Hey, Pan. Das Gute ist aber, wir können jetzt Zeugs mitnehmen, das ist gut. Käse! Will jemand Käse? Ja, Käse ist das Geilste. Entschuldigung, ich liebe Käse. Überbackene Popcorn können wir jetzt machen. Käse ist ein Milchprodukt. Das ist ein. Was? Käse ist ein Milchprodukt. Ich brauche einfach nur Klamotten. Hört sich an wie ein Song, also wie so ein Songtitel, ne? Käse ist ein Milchprodukt. Von Helge Schneider. Wenn einer was gefunden hat, können die anderen nicht mehr die gleiche Stelle looten, ne? Also, das ist nicht. Weiß ich gar nicht. Wer? Tobi, wie sieht's aus bei dir? Cool. Ich heile gerade auf. Neuen Look jetzt. Auf. Ja, also ich. Ausdauer, ne? Boah, das nervt aber, dass der. Ah, nee, macht er doch nicht. Jedes Mal die Waffe fallen. Ah, ist. Ich krieg langsam Leben zurück, das ist ja geil. Cool. Jawoll. Danke Gott, ich habe Stofffetzen gefunden, aber ich kann damit nicht viel machen. Scheiße. So. Es ist so dunkel, Es geht, ja, es geht. Und hier ist noch Draht. Hier ist eine Plastikschere. Brauchen wir eine Plastikschere? Kannst du mitnehmen, da kannst du Sachen mit zerteilen. Da kannst du halt T-Shirts mit zerteilen oder so. Jo, hab ich mitgenommen. No items found. So fucking dunkel. Es ist so dunkel. Stofffetzen. Ja. Okay, Tobi, ich erkläre dir mal kurz, wo wir sind. Wir sind bei C2. Du siehst ja da diese weiße Straße, ne? Ja. So, und da sind den See entlang. Da geht ja eine Straße entlang, ne? Also vom Damm weg quasi. Hey, Drohne. Und die erste Abbiegemöglichkeit nach rechts. Hier mal Licht. Sind wir halt rechts abgebogen. Ja. Also quasi, wenn du aus der anderen Richtung kommst, dann musst du einfach genau dahin laufen. Da sind ja zwei orangene Punkte und genau in der Mitte davon sind wir. Okay, ja, dann dauert es nicht mehr lange. Ich muss mich noch nicht zwischen. So, Drohne, dann guck mal, was ich kann. Also nicht zu diesen zwei orangenen Punkten laufen. Ja. Das ist nicht gut, Tobi. Lauf da nicht hin. Ah. Also zu orangenen Punkten sollte man nicht hinlaufen. Ne? Weil ich hab auch lauf da jetzt gerade nicht hin. Das ist meistens dann ein fetter Bunker.
Okay. Was denn? Pan, was machst du da? Richtig. Ich wusste nicht, dass man das sieht. Ja, natürlich sieht man das. Wie, hast du nicht gesehen, wie du die abgeschüttelt hast? Guck mal, jetzt wird's noch besser. Hand schön hinten dran und dann erstmal. Oh, und dann noch dran schnüffeln gleich, oder? Ja, dann noch dran schnüffeln hier. Das. Riech mal dran, Pan. Riech mal an deiner Hand jetzt. Ich hab hier Schokolade liegt. Riech mal. Hier. Oh. Was? Was ein guter Schmock, Alter. Pan, warum hast du so eine Kopfmaske auf? Hab ich gefunden. Warum hast du eine Maske auf? Oh, da ist ein Zombie. Ey, mein Leben regeneriert sich. Das ist ja schön, aber langsam. Ja, das ist, weil du gekackt hast. Das ist echt. Das ist gesundheitsfördernd. Trink mal hier im Wälzen. Und Tobi, wie sieht's aus? Warte mal, Tobi. Auf M? Ja, da. Weggabelung. Ich bin jetzt gerade da an dem orangen anderen Punkt, der rechts quasi. Zwischen, also so knapp bei C2, C1 ist da. Also bin ich gerade. Ah, okay. Sollen wir entgegengehen? Achso, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Ja. Sollen wir? Ja, komm. Aber mir ist egal. Hier aufpassen, ne? Ja, eben. Also ich würde auf jeden Fall... Wenn wir gleich alle sterben, wäre voll lustig. Ja, das wäre lustig, ja. Da würde ich echt freuen. Wir können vielleicht mal von oben... Wieder hingucken. Wir können vielleicht mal von oben den Berg runter gucken und dann mal sehen, was da so rumläuft. Wie weit haben Gott, die Dinger denn Radius? In welchem Radius sehen wir uns? Ja, wir sollten nicht allzu nah ran. Ach, okay. Was ist das denn für eine Basis? Oh mein Gott. Ich muss da einfach hin, Curry. Also ich sehe einen. Einen Mac sehe ich. Ja, den kriegen wir noch down. Nein, wir kriegen gar nicht. Die kriegst du nicht down. Ich bin dafür, dass wir es mal probieren. Ja. Also du kriegst die down, aber nicht wir. Okay, wenn ihr eure Zuschauer wirklich liebt. Tobi, halt dein Maul. Oh, Tobi. Boah, ne, sind zwei Stück. Ja. Okay, seht ihr rechts diese Anlage? Boah. Das ist der Eingang zum Bunker. Und da müssen wir halt erst die Tür für aufmachen. Oh, hier stehe ich nicht. Also die Mechs haben verschiedene Laufwege. Man kann halt schon in deren Rücken da sich reinschleichen. Das geht. Okay. Dafür müssen wir die halt erstmal ein bisschen studieren. Das könnten wir probieren, aber es ist halt wirklich sehr riskant. Kann einer die ablenken und weglocken? Nein, nicht jetzt. Also man könnte die auf jeden Fall mit Schüssen irgendwie ablocken. Also die verlassen das Gebiet halt nicht. Mhm. Ah, okay. Weil das halt eingezäunt ist, ne? Okay. Schade. So, Tobi, wir sind gleich oben auf einem Berg. Mit uns geht's aufwärts. Ja, da bin ich auch. Ich bin gerade oben auf dem Berg. Ja, okay, müssen wir gleich da sein. Da müsstest du uns gleich sehen. Wir kommen zu diesem orangenen Punkt an. Warte mal kurz still. Hörst du das? Der Berg ruft! Okay. Oh, ja, wo ist denn Heidi? Aber der Tobi könnte hier überall sein. Der Ziegenpeter ist mir ausgebrochen. Hier ist Löwenzahn. So, ich bin auf 30. Aber wir müssen nach links, oder? Dann ist der Tobi da. Meinst du links da oben? Okay. Tobi, bleib, wo du bist. Wir suchen dich. Wenn wir noch höher klettern, dann sehen wir Gott. Ja. Oder dein Wolkenpalazzo. Ja, das kann auch sein. Aber den hat jemand abgebrannt. Oh mein Gott, da ist diese blaue Zone. Siehst du das, Tobi? Oh ja. Nee, ich sehe keine blaue Zone. Ist das jetzt das wieder hoch? Ich muss ausruhen gerade. Ah, da ist Tobi. Tobi! Tobi! Hey. Tobi, du lebst ja wieder! Klubinator, hey, da ist der Klubinator. Hey. Yeah. Hallo. Ey, du siehst aus wie ein Schiedsrichter, Alter. Ja, klar. Was ist hier los? Oh Gott. Tobi, erstmal anbeten. Geiler Hut, Tobi. Der steht. Du sollst doch privat so einen Hut tragen, finde ich. Der ist richtig geil. Also ich finde, dafür, dass du so unauffällig aussiehst, solltest du gleich in den Bunker. Nein, du hast den Hutbürger. Alles klar. Achso, ich dachte schon. Tobi? Ach, du setzt dich hin, schön. Ich setze mich mal kurz hin, ja. Pan. Drück mal Enter jetzt, Pan. Also drück mal 10er Block Enter. Alter. Warte. Oh Gott. Warte. Ich suche in deiner Scheiße mal nach Steinen, okay? Spät. Ja, zu spät. Ich hab vielleicht sind da Nierensteine dabei, ich keine Ahnung. Nusssteinchen. Oh, hättest du jetzt mal geschissen. Warte mal, jetzt kommt die Drohne. Oh, hättest du jetzt mal geschissen, Tobi. Lass uns scheißen, komm, vielleicht kriegen wir Punkte. Okay, warte, Curry. Okay, warte. Ah, ich kann nicht, ich kann nur pinkeln. Hey, Tobi, was machst du? Tobi? auf die Hände. Voll gepisst ihm voll auf die Hände. Desinfiziert. Guck mal, wie die sich das gerade anschauen, ey. Das ist geil, ne? Das macht Spaß. Tobi, was genau wird das? Es geht leider nicht, schade. Okay. Sieht ein bisschen aus wie aus dem Film gerade, mit dem Mond im Hintergrund. Ist schon schön. Also, was ganz geil wäre, ist, wenn wir jetzt halt in der nächsten Folge vielleicht ein Maisfeld finden, dann können wir uns mal Popcorn machen an einem Lagerfeuer. Ja. Kannst du mal im Scheiß mit nicht das Wort und Mais es wird erwähnen? Schon gleich hell. Also, der Mond geht fast unter, also, es wird auf jeden Fall gleich hell werden. Ach, komm, Curry, bitte sei ruhig. Ey, Tobi, geh doch einfach aus dem Spiel raus. Spring doch nochmal vom Damm. Ja, komm. Bitte nicht. Oh, was mach ich denn? Sehr gute Idee.
So. Okay, Curry. Dann hier. Also nächste Folge gehen wir in diesen komischen blauen Kreis da drüben rein, ne? Ich wollte mich nur kurz verabschieden eigentlich. Ach, so. Weißt du, was schön aus. Gehst du jetzt? Das ist cool, ne? Jetzt komm ich nicht hoch. Ich fliege jetzt zum Mond, nach Hause telefonieren. Der Curry mit seinem Angeber-Rucksack. Ich weiß ja, wenn hier fischen kann, das ist eine Handwerk. Gute... So, jetzt alle pinkeln. Ja, es geht ja nicht mehr. Handwerk, ich glaube, man konnte hier, ich glaube, ich habe hier so einen Angelhaken irgendwo gesehen, oder? Fleischspieß war. Aber ist das doch euer Herz? Nein! Das ist doch nicht wahr! Oh. Leute! Halt immer erleichtert. Ich bin also wirklich überrascht, wie oft die können, ne? Das ist echt krass. Mm, das gute Flusswasser halt, ne? Tobi, wie geht's? Kann ich jetzt eigentlich. Wieso kann ich nicht kotzen? Ihr habt mich angepisst. Hey, was ist denn jetzt los? Warte mal, ich kann's mal probieren. Mhm. Vielleicht geht das bei mir. Mhm. Bleib mal so, Tobi, das ist gut. Ey, kann ja mal aufstehen. Danke. Okay. Nee, kann ich nicht. Kann ich kotzen, Tobi, leider. Schade. Oh, blöd. Kann ich mal probieren? Ich kann natürlich noch was anderes probieren, so, weißt du? Warte mal. Nee, geht auch nicht. Hä? Du willst aber nicht sterben, Curry, oder? Nee, eigentlich nicht. Oh Mann, Tobi, ey, du bist so... Oh. Yo, Pan. Richtig romantischer Bergschiss. Ach, warte, ich wusste nicht, dass du das... Okay. Oh, warte! Boah, Alter, Alter! Ja, wie die Kackwurst... Wie die Kackwurst da einfach runterflutscht. Die Cola den Berg runter! Das ist so geil, ich liebe das, ey. Wie schön, im Mond nicht. Kacke im Mondlicht. Es ist Kacke im Mondlicht. So, Metanor, Top-Player, super Typ. Geil gemacht, Metanor. Ja, das heißt, der Typ ist auf jeden Fall in unserer Nähe. Vielleicht ja, die sind da hinten, ne? Da, wo das Ding zwar, ne, da hinten. Ja, vielleicht sollten wir in der nächsten Folge einfach ein Feld suchen oder wir gehen da runter zum Bunker und versuchen unser Glück. Ich würde ein Feld suchen. Ich würde gerne gucken, wie Popcorn und dann würde ich. Alles klar, Pan ist für Action. Let's go. Feld suchen. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ja, bist du. Hä? Hä? Was macht ihr da, Alter? Hilfe! Hilfe! Alter, was war das denn? Hä? Was machen wir hier? Boah, das muss doch wieder gehen. Ich bin gerade an Tobi hochgeklettert, dass er gesprungen ist. Hä? Was? Ja, hey, da, Alter! Ja! Ich will das auch machen. Oh, tot. Ich will das auch machen. Oh Gott, ich hab 19 Leben nur noch. Was? Okay, wir sollten das vielleicht nicht auf dem Berg machen. Vielleicht eine schlechte Idee. Ich springen. Hey, aber warum zieht er so viel Leben ab? Weil sie gerade runtergeflogen ist. Sie ist sau hochgeflogen. Okay, bis zur nächsten Folge. Okay, Alter, geil. Alter, Tobi! Tobi ist... Nein, Tobi! Oh, nein! Oh, Tobi, alles gut. Ich hab nur 100 Leben. Okay. Nice. Geil, ich leg mal. Arschbombe! Warte, ich sammle mal ein paar Stöckchen hier. Ja, bestes Bild bei mir, ey. Was denn? Kann mir nochmal jemand so Wickel geben? Wickel? Warum verlierst du Leben? War, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber irgendwie wurde es besser, als ich das gemacht hatte, als ich umgemacht hatte. So, ich nehme mal die Stöcker mit, dann können wir uns da jemand Feuer machen, glaube ich. Ja, hey, warum nicht denn eine Pistole? Ich hab die gerade, ich wollte mal was probieren. Hä? Hey? Was? Oh ja! Für heute. Das hört sich aber nicht gut an, Erik. Für heute Wolkenbruch vorausgesagt. Das ist Tobis geheimer Fetisch, ey. Jetzt wissen wir was denn. Also ganz kurz, wollen wir vielleicht die Folge pausieren, weil es ist wirklich. Ach so, ja. Ja, was denn, Tobi? Was denn, Tobi? Weißt du, was die Stimme mal erzählen wollte? Was denn? Was denn? Curry kackt gerne. Das glaube ich. Das stimmt gar nicht. Ey, Tobi. Lügner. Ey, was denn? Was? Tobi, hör mal. Ich glaube, die beiden bescheißen uns. Haben die deine Knarre? Nee, die habe ich wieder aufgehoben. Weil ich und bis zur nächsten Folge dann. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht sollten wir. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tobi. Ich knabber dein Ohrläppchen. Curry haut ab. Tschüss. Okay, dann bis zur nächsten Folge, ne? Ja, das war ein kurzer... Tobi, ey, warte mal, ich wollte dich kurz mal besteigen. So, kann ich... Oh! Alter! Curry fliegt erstmal ins Bild. Okay, tschüss. Ja, in der Folge sind wir alle tot. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge sogar ein bisschen Licht, das wäre natürlich ein Traum. Aber ich glaube, der Mond, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der sich überhaupt bewegt. Ich habe keine Ahnung. Doch, der geht unter. Du wirst untergehen! Ich hab ne Pfanne. Tschüss. Ja, bis zur nächsten Folge.
Wir werden hier sowieso so kopieren. Es ist einfach. Ja. Ciao. Ist der Wind schief heute? Wir sind ja auf dem auf Hamburger Damm. Ja, da ist ein Briesing. Kann ich denn die Fäuste wieder runter machen? Mit V. Oh, Mensch, was ein Wind, du. Was ein Wind. So. Ey, was ist deine Füße los, Alter? Ist, die Füße. Deine Füße. Hä, was? Fang doch mal die Aufnahme jetzt an, Mann. Ja, das ist doch voll hallo, lustig. Hallo, willkommen hier. Schön, Alter, schön.